Dieser Innenausbau wird euch total die Sprache verschlagen. Er ist nämlich orange. Das ist aber nicht alles, denn es gibt einiges zu bieten bei expedition-vans.de. Ich schaue mal ganz kurz rein hier in den Sprinter. Es ist wirklich ultra gemütlich. Simone, komm mal her. Ja. Das ist genau dein Style. Das heißt, jugendlich, nicht so von der Stange so ein bisschen, das Ganze hier gefräst. JBL-Box mit drin in orange. Alles orange hier eingerichtet. Ist das schön? Ja, finde ich schon. Und das Grün? Auch, passt auch dazu. Passt fast zur Fahrzeugfarbe. Jetzt wird der Eigentümer wird natürlich sagen, das ist genau die Fahrzeugfarbe. Die hat Mercedes-Benz falsch hinbekommen. Du bist der? Ich bin der Johannes. Johannes, wo bist du her? Wir sind aus Coburg. Wir sind zusammen mit Torsus in einer Halle. Okay. Und bauen hier Allradkastenwagen in verschiedensten Varianten. Angefangen von Evo Corse-Felgen, die wir in Deutschland vertreiben. Kannst mal schauen, ob du das Fahrwerk auf die Linse bekommst. Das zeigen wir hier zum ersten Mal auf der Abenteuer Allrad. Ist ein Luftfahrwerk. Ist kein Luftfahrwerk. Hast du einen externen Ausgleichsbehälter. Können wir später auch noch mal hinten an der Wand anschauen. Bist du so im knapp fünfstelligen Bereich. 10.000 Euro. Plus minus, ja. Für ein Rad, oder? Nee, für alles. Aber zuzüglich Einbau. Was ist denn das für eine Felge? Eine Traglast? Traglast ist aktuell im Gutachten 1250 Kilo. Wir machen gerade Neues mit 1400 Kilo. Das Ganze gibt es auch als Schwerlastfelge. Wenn du nach rechts schwenkst, da hat die Felge dann 2 Tonnen. 2 Tonnen? Pro Felge. Pro Felge. Das heißt, hinten Zwillingsbereifung kannst du 8 Tonnen. Weglassen. Ja, nee. Also kannst du weglassen? Kannst du weglassen. Und wie du siehst, most used wheel in der Car Rally. So, du bist aber nicht die Firma hier, sondern du machst den Vertrieb. Wir machen den Vertrieb in Deutschland für alles, was nicht Rennsport ist. Also Kastenwagen, Geländewagen. Okay. Und Evo Corse ist aber auch mit hier auf der Messe, auf dem Stand, in unserem Gemeinschaftszelt. Oh, das ist ein Auto, das du schon länger benutzt. Ist das so dein Testwagen so ein bisschen? So ein bisschen, ja. Das ist so der siebte Um- und Ausbau. Aber mittlerweile haben wir einen Status erreicht, der doch recht annehmbar ist. Wir haben diese Schränke, produzieren wir in Deutschland. Unglaublich, die klippst du ein in Airline-Schienen, oder? Genau, du kannst die aber auch zusammenklappen wie ein Karton und dann sind die noch 5 cm hoch, lagerst die unterm Bett, wenn du sie nicht brauchst, schmeißt die aus dem Auto raus. Genauso auch diese Taschen an den Fenstern. Hinten sieht man die auch nochmal ganz schön an den Hecktüren. Das können wir uns gleich mal angucken. Aber viel mehr interessiert mich ja dein Fahrwerk, was du hier gemacht hast. Einzelabnahme nehme ich an, oder? Jein, kommt drauf an. Generell sind Dämpfer eintragungsfrei. Heißt, ich auf der Vorderachse hast du keine Coil-Over-Feder. Dann kannst du das einfach einbauen. Bei mir ist auf der Hinterachse auch keine Feder drin, weil ich 2 Blattfedern habe. Dann ist es nicht nötig und wir haben über das Fahrwerk auch die Möglichkeit, das Auto bis zu 5 cm anzuheben und haben eben entsprechend an der Hinterachse eine separate Aufnahme. Wir haben hier Drehteile für die ganzen Buchsen. Wir haben oben die Aufnahme verstärkt, dass eben das, was der Dämpfer kann, den Sprinter nicht kaputt macht. Das ist das Ausgleichsgefäß, oder? Genau. Das ist alles ein bisschen größer als in meinem E-Bike, muss ich sagen. Bisschen. So, du hast eben gesagt, damit der Dämpfer den Sprinter nicht überlastet. Das bedeutet, der geht so schnell nicht kaputt, aber die Aufnahme könnte leiden, oder wie? Genau, normal hast du hier bloß eine Schraube in den Rahmen geschraubt. Und dadurch, dass wir hier dieses Teil machen, ist er an 2 Punkten aufgenommen, liegt hier und hier am Rahmen an. Und dadurch kriegst du halt die Kraft schön verteilt. So, und du bist quasi Fahrwerksspezialist, so kann man sagen. Bielstein hast du auch hier? Nein, wir haben das Fahrwerk zusammen mit Projekt 4x4 hier für Deutschland. Projekt 4x4 hat es für die USA entwickelt. Wir verkaufen es exklusiv in Deutschland.
Das war eine Frage. Die Leute, die sowas kaufen, das fragt sich die Simone jetzt immer, sind die immer in der Wüste unterwegs? Weil die ist ja noch ganz neu im Bereich Camping. Alles, was sie sieht, ist so weit weg von Zelt und so. Entschuldigung, sind die was unterwegs? Sind die weit weg von Camping oder fahren die durch die ganze Welt oder was sind das für Leute? Viele, ja. Ja, ja. Also auch wenig Campingplatz, sondern eher frei. Frei. Frei, wirklich frei. Alle reden über Freistehen, aber es gibt ganz viele, die es wirklich tun. Oder ist die ganze Messe nur voll von Leuten, die ganz enthusiastisch eher so Spaß an der Technik haben? Was denkst du? Ich kann ja dazu kann egal sein. Ja. Es ist egal. Also, ja. Und du, was bist du für ein Typ? Du fährst schon mal weg? Nee, ich muss arbeiten. komm, wir schauen mal rein. Du hast hier, das ist auch von dir hier, die Heckträger? Die Heckträger sind von uns, ja. Wird wahrscheinlich auch der einzige Heckträger sein, wo du siehst, dass das hier wirklich direkt auf die Aufnahmenfahrzeug spezifisch gemacht ist und nicht einfach ein Blech, was gekantet drauf ist. Wir haben hochfestes Alu aus der Luftfahrt und ist richtig robust. Komm, wir zeigen es mal von hinten. Ist das hier ein Grill? Das ist ein Grill, ja. Gibt es bei der Firma Frontrunner, käuflich zu erwerben. Genau, wenn du mal kurz der Simone mal erklärst, also nur mal bildlich, musst nicht abschrauben, wie der funktioniert. Im Endeffekt hast du einfach einen Spanngurt, ja. Machst den auf, dann ist der locker, nimmst du den runter, schürst dein Feuer und wenn du die Glut hast, stellst du das ganze Ding drüber. Hast du schon mal gemacht? Der sieht noch so schön aus. Sieht noch neu aus. Ja, okay. Hätte Angst. Messefahrzeug. Interessant ist, ihr habt hier eine Öffnung, dass man das Auto aufmachen kann. So praktisch, richtig, oder? Richtig. Ja, wenn du mal kurz öffnest, weil ich will gerade mal zeigen, dein Ausbau hat mich so fasziniert. Der kommt aus der Praxis. Da haben wir sie wieder, die Euroboxen. Genau, die Euroboxen. Ich wollte das Ganze, dass du das. Warte, ich komme mal rum. Recht flexibel hast. Heißt, wir haben auch hier eine Kiste, wo wir ein komplettes Victron-System haben. 200 Amperestunden Lithium in dem Auto verbaut. Ja. Ladegeräte, Solar, alles. Ladegeräte, Solar, Wandler, 230 Volt. Die Kiste kannst du rausnehmen. Kiste kannst du rausnehmen. Und hier ist die Steckdose. Genau, hier ist auch noch eine. Vorne hast du das Display dafür und wie du es von Victron kennst, auch über Bluetooth-App. Das heißt eine Energiekiste quasi, genau. Wo du alles komplett über eine App ablesen kannst. Genau. Du bist Fahrradfahrer oder ist das auch nur, weil du keine Zeit hast? Richtig. Nein, also wir haben hier den Auszug, wie gesagt, auch wieder Euroboxenformat. 40 breit, in der Länge sind die jetzt zum Beispiel 60. Das hier ist 60, zweigeteilter Auszug. Kannst rausfahren. Wahnsinn. Und dann gemütlich dein was auch immer draufladen. Du kannst auch hier nochmal Kisten draufpacken. Du kannst es verzuren mit den Schienen. Also das heißt, es gibt eigentlich nichts, was ihr nicht ausbaut, macht oder wie auch immer? Wir machen nichts, was fest eingebaut ist, sondern alles, was du rausnehmen kannst. Du kannst auch dieses Bett an den Airline-Schienen Höhen verstellen. Du kannst es ausziehen, dass es sich der Breite anpasst. Ach so, das ist höhenverstellbar. Du kannst also, genau, wenn du jetzt... Das ist dreiteilig, das heißt, du kannst es zusammenklappen. Und kannst es einfach auch an die Wand zurren, dann ist es weg. Also ich muss echt sagen, ich bekomme immer mehr Lust aufs Camping-Life. Wie geht's dir, Sven? Ja, es ist halt, es sind dann ausgeklügelte Systeme oder ausgeklügelte Systeme. Allein das Bett, das große Thema ist ja Airline. Du weißt, was Airline-Schienen sind? Nee. Also das sind Airline, die kommen aus der Luftfahrtindustrie und da haben so ein paar findige Leute immer mehr Adapterteile entwickelt. Die Dinger haben aber verschiedene Qualitäten, also es gibt da auch viel Schrott. Sicherlich, aber das gibt es ja überall. Also wir kaufen direkt in Deutschland beim großen Hersteller AllSafe und werden da direkt beliefert. Ja. Das ist natürlich schön hier, diese Aufnahme. Es gibt nichts, was es nicht gibt für Airline-Schienen, oder? Genau, wobei das hier sind diese ganz normalen Fittinge mit den Stehbolzen einfach festgeschraubt und das hier ist halt so ein spezieller Narbengabelhalter. Mhm. Und dann kriegst du das Vorderrad runter, dann kommt das ganze Rad ein bisschen flacher. Wenn man gerade die rausziehst, die Euroboxen, klar. Weil die haben auch einen Schwellersauszug. Sehr ausgeklügelt alles, ja. Du kommst überall ran. Ja, und du hast, wenn du es halt dementsprechend beschriftest, Werkzeug. Steht jetzt Werkzeug drauf und ist die schwerste Kiste, die ich jetzt hier rausnehme. Das spricht einiges dafür. Aber genau, dann kannst du das einfach rausnehmen und hast halt dann hier
dein Kram drin? Ich zeig mal, er hat natürlich Werkzeug, das farblich gekennzeichnet ist, wie die Profis das alle haben. Hier vorne ist Küche und Kocher. Das heißt, du hältst dich auch dran? Oft. Meistens, ja. Das Orange, ist das deine Farbe oder sieht das cool aus? Nein, wir haben eigentlich mit schwarzen Taschen angefangen, wie die hier auf der linken Seite ist, und haben dann irgendwann gesagt, wir erweitern Orange und die Farbe Silber. Mhm. Und genau, nee, und Orange mag ich. Du schläfst heute Nacht hier? Ich habe schon auf heute hier geschlafen. Genau. Wie ist der Schlafkomfort? Prima. Also Stechmücken? Nein. Keine Stechmücken. Eine Sache zeige ich dir noch, ja, hier zu den Taschen. Du siehst, das ist relativ dick, das sind 10 cm, trägt aber kaum auf. Und wir haben diese Taschen mit Schnellverschlüssen. Das heißt, du kannst sie rausnehmen. Warte mal, was hast du gemacht, damit das hält? Ist das Serienaufnahme oder sind die gebohrt? Das sind gebohrt, sind Einnietmuttern gesetzt, dann schraubst du hier diese Pinösel drauf. Mhm. Und dann hast du hier also minimal Verschluss. Minimal invasiv. Und es ist dran und wieder ab. Das Ganze ist isoliert, verdunkelt. Und du hast eben den Stauraum, der sonst in diesen Fenstern ungenutzt ist. Oder halt den klassischen Wohnmobilausbauten. Hast du das einfach komplett verkleidet und verlierst den Platz dahinter. Was ich phänomenal finde, sind deine Taschen. Die habe ich so schon mal gesehen bei Adria in einem Wohnmobil. Die haben so ein ähnliches System von der Stange. Und da sind auf einmal Taschen, die an Airline-Schienen hängen. Du machst das schon länger? Ja, aber um ganz ehrlich zu sein, ist das Ganze auch aus USA inspiriert. Die haben angefangen mit dieser spartanischen Geschichte. Komm, wir schauen uns das mal an. Weil das ist Die Amerikaner nennen ja das auch gerne RV, also dieses Recreation Vehicle, was sozusagen ein Erholungsfahrzeug ist. Beziehungsweise ich sage auch gerne, es ist ein SUV, weil du hast hier deine Sport Utilities drin, die du ja in den klassischen SUV gar nicht reinkriegst. Hier ist auch noch nachgerüstet die Schelmann-Sitze, kennt man sonst so aus G-Klasse Defender-Fernreisefahrzeugen. Sprintersitzer sind ja auch nicht unbedingt die gemütlichsten und kannst dich auch gerne mal setzen oder ja, du. Genau, warte, ich geh mal rein und filme ich dich mal. Das ist übrigens der Platz vorne im Sprinter. Oh, die sind super bequem. Warum? Schön weich. Ja, fühlt sich einfach gut an. Warte, ich setze mich mal rein. Können wir das mal gucken? Ich finde es aber schwierig, also das zu beschreiben, das Gefühl. Das ist sonst auch nicht im Sprinter. Was interessant ist, du kannst die Sitzfläche Längen verstellen, was du im alten Sprinter sonst gar nicht kannst. Also ich finde, da sitzt man wirklich kompakt drin. Du hast auch Seitenhalt, also das ist cool. Ja. Was ich toll finde, ist deine Kühlbox aus dem Süden Afrikas. Genau, ist von Genesis Import, die Snowmaster Kühlboxen. Die kleinste, die es gab. Genau. Darf ich da mal reingucken in die? Oder ist da nur Kuscht? Darfst du reingucken, ja. Ja, wenn du es mal kurz öffnest, haben wir so lief. Das ist aktive Kühlbox, oder? Eine Kompressor? Kompressor. Ja. Kompressor-Kühlbox. Boah, ist die riesig, da kannst du ja eine Kinder... Naja. Also ist auch mit zwei Fächern, die du getrennt regeln kannst. Ach so, zwei. Ich bin hier der Getränkelagerwagen auf der Messe. Und ja. Krass. Guck mal da vorne. Du bist schon... Darf ich mal sehen, was für ein Bier das ist? Einmal ganz kurz. Warte mal, das Bier ist nicht von mir, das darfst du nicht sehen. Das andere, du bist aus Franken? Wo kommst du her? Aus Bayern? Aus Franken, tatsächlich aus Oberfranken. Ja. Der Region mit der weltweit größten Brauereidichte. Hast, ich glaube, an jedem Ort gibt es zumindest zwei Brauereien. Genau, drei Häuser, zwei Brauereien. Das ist geil. Das ist das Huppendorfer. Das ist, was für ein Bier ist das? So ein Vollbier? Ja, ein bisschen, also nicht so bitter. Ja. Eher Lagerbier-mäßig. Ja, schön. Und die Kühlbox, jetzt weiß ich auch, warum die so groß ist. Also der ist sehr angenehm. Aber das Coolste, was du je erfunden hast, ist diese Tasche. Inspiriert aus Amerika. Die kannst du nämlich einfach abnehmen und kannst sie falten. Zeig mal bitte. Also ist jetzt was drin? Genau. Nein, also tatsächlich, was man vielleicht sehen kann, ist, die ist hier einfach mit den Sterngriffschrauben befestigt. Ja. So, mit so Knebelschrauben. Genau. Warum haben die das in den Luxuslinern nicht drin? Warum sind da immer so komische Schränke, die man dann immer drin haben muss? Die hier kannst du rausnehmen, wenn du sie immer willst.
Richtig, aber die Optik und auch die Airline-Schienen gefallen nicht allen. Und den Leuten, die es gefällt, das ist cool. Und wenn nicht, dann nicht. Aber es ist tatsächlich unglaublich, du hast hier 120 Liter Stauvolumen drin. Du kannst dann schlafen als Kind. Geht auch, ja, genau. Wenn die Kinder noch klein sind und nein, und wir haben auch. Wo ist denn das Kind? Ach, das ist Schrank. Unten drunter nochmal rechts und links nochmal Netze, wo du was verstauen kannst. Also. Was ich total klasse finde, dahinter ist ein Fenster, oder? Dahinter ist ein Fenster. Zeig nochmal, wenn du nochmal ein, zwei abmachst, ich kann es ja immer noch gar nicht glauben. Das heißt, du hast einen Thermovorhang mit eingebautem Kleiderschrank. Genau. Wäscheschrank. Den nimmst du einfach ab. Und. Naja, kriegst wirklich viel rein. Also jetzt bloß so mal, ja, die Bierflasche verschwindet oder T-Shirt. Du nimmst, ne, so ein Kapuzenpulli. Ist natürlich schlau, das reinzupacken, wenn er nicht befestigt ist. Stimmt. Aber das ist so, ist minimalinvasiv. Also das heißt, das kannst du wieder rausdrehen. Das kannst wenn du ein bisschen wieder rausdrehen. Im schlimmsten Fall bleiben dir deine Einnietmuttern da. Naja, es gibt Schlimmeres. Genau. So, jetzt Airline hast du auch am Dach dran. Das ist mit der Karosserie wie verbunden an den Schweben? Ja, wir haben da eine Unterkonstruktion. Es gibt ein, zwei Anbieter für solche Geschichten, die richtige Konsolen drunter haben. Wir verwenden das nicht. Wir verstärken das einfach mit Aluprofilen, die wir mit den Holmen verschrauben, weil sonst hast du das Problem, wenn du hier einen Holm hast und hier einen Holm hast und hängst in der Mitte was ran, dann biegt sich die Schiene durch. Ja. Und wenn du die Unterkonstruktion hast. Ach, da ist ein Querstreben drunter. Genau, da sind Querstreben, keine Längsstreben, deswegen ist da nochmal eine Konsolenunterkonstruktion drunter. Was ist das da für ein Inside Van? Genau, das ist von Inside Van, das ist ein Freund von mir. Also man muss auch dazu sagen, wir haben ja hier das ganze Zelt ins Leben gerufen und tatsächlich kommt das alles aus einer Facebook-Gruppe, die sich Sprinter 4x4 nennt, die ich vor 7 Jahren gegründet habe und darüber eigentlich so gut wie alle Leute hier kennengelernt habe und wir auch wirklich Freunde geworden sind, uns im Offroad-Park treffen mit der ganzen Gruppe und sozusagen das Social Media ins Real Life auch geholt haben. Jetzt mal eine Frage, das Bett kann ich bei dir kaufen? Oder? Kannst du kaufen. Das ist zwar ein Prototyp, der noch ein bisschen, na, grad sagen wir, ein bisschen kann man zeigen, zu heavy duty ist. Ja, ein bisschen schwer, oder? Und ja, also wenn du zu 10 drin schlafen willst, dann ist er von der Dimensionierung korrekt, aber alleine normal passt nicht, nicht so mehr als 3 rein und dann sparst du halt auch noch mal einiges an Gewicht. Cool, jetzt hast du Zuladung, du hast einen alten Dreier, da kannst du, also ich habe dich jetzt mal so eingeschätzt, dass du einen alten Dreier hast. Führerschein. Ach so, ja, ja. Das, klar. Du musst nicht mit 300 Tonnen hier fahren. Nee, das funktioniert. Also ich zeige dir auch noch eine Sache abschließend zu dem Thema Möbel. Was wir machen, ist, wir verwenden nicht die klassischen Pushlocks, weil die gehen dir gerne mal Offroad auf. Wir haben die Kompressionsverschlüsse. Heißt, die ziehen sich richtig ran. Es ist hier gefräst, es ist hier nochmal genau gegenteilig gefräst. Und dann quetschst du das sozusagen über den Kompressionsverschluss zusammen. Kannst aber das Ganze auch trotzdem kombinieren mit dem klassischen Luxus von Schaumstoffeinlagen, dass dir nichts klappert. Obelink. In diesem Fall glaube ich vom bösen Amazon. Amazon. So. Hast du das schon mal gesehen, so Einlagen? Das Problem ist, es gibt ja nichts Schlimmeres wie klapperndes Geschirr. Mhm. Deswegen gibt es diese Einlagen, da kannst du mal die tiefe Teller und flache Teller, ja, kannst du reinzwängen und Gläser. Aber das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert. Das ist der Kompressionsverschluss. Du machst den zu, ja, und dann bohrt sich das da rein. Nicht bohrt sich's rein, sondern zieht sozusagen das zusammen. Aha. Das drückt ja dann meinen Daumen sozusagen zurück und der Daumen ist in dem Fall die feststehende, ja, Wand von dem Schrank. Ah, und dass es halt nicht aufgehen kann. Und dadurch, dass es hier gefräst ist und hier gegenteilig gefräst ist, es klappert nicht. Sozusagen, ja, wie, ja, Nut, ja, und Feder, genau, es klappert nicht. Und das ist das, was wir wollten, was, dass du wirklich ein robustes Möbel hast. Was kostet sowas? Das kann man ja wahrscheinlich als Einzelteil dann kaufen. Genau, oder? Du kannst eigentlich alles selber kaufen. Unser Schwerpunkt ist jetzt auch nicht zu sagen, wir verkaufen einen Schrank, sondern wir machen eher komplette Umbauten, heißt das ganze Fahrzeug. Und auch nicht innen, sondern wir machen ganz viel außen, Umbereifung, größere Räder, Verbreiterungen, Fahrwerke. Mhm.
Und so ein Schrank, ich glaube, die Frage habe ich noch nicht beantwortet, liegt aktuell bei 499 Euro. Mhm. Ist aber in Deutschland genäht und produziert. Ich darf mal kurz reinfilmen, das ist ein Spezialfach bei dir. Das ist sehr hoch, damit du nicht gut rankommst, nehme ich an. Genau, tatsächlich ist der Platz ungenutzt. Und du siehst, wenn man unten sitzt oder auch wenn ich unten sitze, du kannst trotzdem noch eine 1,5 Liter Flasche trinken, leer trinken. Und du hast oben den Stauraum, der sonst ungenutzt ist. Das sind da wirklich so Sachen, die man abends beim Fußball gucken oder griffbereit haben muss. Genau, und du hast da wirklich ordentlich Platz. Und nein, tatsächlich ist das Messeproviant für Besucher, die hoffentlich morgen zahlreich kommen. Ja, ja, M&M's. Cool. Cooles Auto, oder? Cooles Prinzip. Max-Fan bitte. Hast du drin? Wir waren beim Max-Fan stehen geblieben, glaube ich. Ja, Max-Fan. Erzähl mal. Ja, ich finde das Produkt ganz nett, weil halt du auch aktiv einfach Luft reinblasen oder Luft rausblasen kannst. Ich finde toll das Thermostat, das automatisch angeht. Das heißt, du kannst sagen, ich hätte gern, dass er losgeht bei, keine Ahnung, 21 Grad, immer anders. Beziehungsweise du kannst ihn auf eine Temperatur runterpusten lassen, was aber bloß begrenzt möglich ist. Also wir haben jetzt gerade 30 Grad. Es soll ja noch wärmer werden. Ich glaube, drinnen ist es wärmer als draußen in dem Zelt hier. Und ja, wenn der Ventilator hier nicht läuft und wir den ganzen Tag braten, ja. So, wir machen einen Cut, komm mal mit, wir erzählen mal den Leuten, wie sie an dich rankommen. Also, das heißt, ich habe zum Beispiel ein Fahrzeug. Muss ich eins haben schon, oder? Das wäre besser. Jein. Also, wir haben auch immer wieder Fahrzeuge im Vorlauf. Wir haben jetzt gerade hier einen MAN, den wir schon ein bisschen umgebaut haben. Da ist ein bisschen Fahrwerk drin. Wir haben eine Schutzbeschichtung drauf. Wir haben den auf die Evo Corse-Felgen gestellt. Ist der grün? Kann das sein? Der ist grün, ja. Der ist grün. Aber der ist so dunkelgrün, dass man es kaum sehen kann. Ja, das ist das Licht im Zelt, glaube ich, aber auch. Dachträger ist hier von den Kollegen, die auch mit ausstellen auf der Messe drauf. Also wir bereiten teilweise auch immer wieder Fahrzeuge vor, die auf Lager sind, die dann leer sind. Die können die Kunden zu einem Ausbauer schaffen oder wir machen was damit. Ja. Das heißt, Fahrwerk macht ihr, Reifen, Felgen? Genau, genau. So das, was uns einfällt. Wir haben, wenn du noch mal nach links schwenkst, haben wir hier einen Hinterradsprinter gekauft, haben den auf 8-Leitner Allrad umgebaut mit 3 Sperren und Ersetzung. Also selber umgebaut? Nein, bei 8-Leitner. Zusammen mit 8-Leitner. Es ist auch tatsächlich ein Vorführer, der hier in Deutschland steht, wo du offiziell sozusagen die 8-Leitner Fahrzeuge testen kannst. Haben den mit ein paar Upgrades versehen, Seitenleiter, Dachträger, größere Reifen, ein Schnorchel ist drauf. Wir haben, was ist das für ein Lack? Das ist Bulletliner, machen wir für Fahrzeuge auch exklusiv in Deutschland. Ist kein Raptor, es ist was anderes. Du hast auch 2 Komponenten, es wird aber erwärmt auf 70 Grad. Also ich weiß nur, dass Leute Raptor drauf gemacht haben, der abgeht nach einer Zeit. Ja, das Problem ist aber nicht unbedingt der Raptor, sondern wie die Leute ihn aufgebracht haben, weil wenn du nicht ordentlich vorbereitest, die Lackierung und so noch Fett drauf hast, dann löst sich das einfach ab. Und deswegen hier wird es professionell gemacht. Wie gesagt, mit 70 Bar aufgetragen, bei 70 Grad aufgetragen mit 200 Bar. Was hat man da für einen Vorteil mit so einer Oberfläche? Wenn du mal gerade deinen Finger nimmst, ja. Mit der Rückseite, also nee, mit der anderen Seite und nee, stopp, darf ich mal? Ja. Das machst du so und ja. Mach mal so ja. Und fahr mal so drüber. Ja, tut weh. Tut weh. Ja. Das heißt, der Ast macht nicht mehr so viel Aua dem Auto, ne? Ja. Genau, wie gesagt, wir hatten den erst lackiert, haben danach den Schnorchel reingeschnitten und der Bohrer hat sich tatsächlich deutlich schwerer getan, als wenn bloß das Blech ist und das... Ich habe bei dem Raptor-Lack, die sind hingegangen und haben eine Melone mit Raptor-Lack überzogen und haben sie dann auf den Boden geknallt. Die ist nicht kaputt gegangen. Ja, das ist gut möglich, ja. Nein, also wie gesagt, durch diese 200 Bar und die Erwärmung ist es noch mal eine andere Geschichte und eben gleichmäßig circa 2 mm Lackauftrag. So, also das macht ihr alles. Ihr baut Autos um, habt die ganze Halle hier zusammen. Sag mal, die Qual der Wahl, du bist ja auf einer Messe, 4 Tage Messe, du empfiehlst schon Leuten, ganze 4 Tage zu kommen, damit sie alles mal gesehen haben, oder sollen sie nur zu dir kommen? Nein, sie können gerne auf alle Stände gehen. Wir
sind schon gut beschäftigt. Das ist so. War letztes Jahr auch schon so. Das heißt, das ist Profiqualität. Damit kannst du denn Paris-Dakar fahren. Anschließend, wenn der Kunde vorher sagt, ich hätte das gerne Paris-Dakar, kannst du das machen? Ja, ist vielleicht der Sprinter nicht das richtige Auto, aber... Was wäre gut? Wenn du gewinnen willst, wahrscheinlich doch eher... Ich habe keine Ahnung. Unimog? Nee, ja. Kamaz ist, glaube ich, immer ganz gut in der LKW-Klasse und... Sehr schön. Ja, vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Beispiel? Hab viel gelernt. Jetzt von hier, meinst du direkt? Ja, was hat dir am besten gefallen bei dem Video? Das Bett fand ich richtig cool, dass man halt da noch so viel Stauraum unten drunter hat. Und die Taschen haben mir auch super gefallen, weil man die halt abnehmen kann und dann was anderes, wenn man sie nicht braucht, den Platz. Ja, was ich halt cool finde, ich könnte jetzt zu ihm sagen, hier, du hast 10 Minuten, mach mal leer. Was denkst du, wenn du ihn komplett leer machen müsstest, wie lange, eine Stunde? Ich kann mal Handyfotos raussuchen, wenn du noch mal kurz auf Pause drückst. Ja. Und kann dir zeigen, das Auto früh und das Auto abends. Okay, du baust es komplett um. Es hatte nicht mal vorne Sitze drin, vormittags, und abends sah es fast so aus. Airline macht's möglich. Genau, wobei die Airline-Schienen, muss man fairerweise dazu sagen, waren schon platziert und die Paneele waren auch schon bezogen, die dahinter kommen. Also wenn das so nach Vorgaben in dem Raster montiert wird, dann geht alles sehr schnell. Richtig, richtig. So, sag mal deinen Namen bitte. Ich bin Johannes Weber. Und wir sind expeditionvans.de. So, komm, jetzt zeige ich mal gerade. Also wenn ihr Lust habt, hier vorne ist ein bisschen einfacher. expedition-vans.de. Und ihr seid aus Coburg, Bayern, Oberfranken. 80 Kilometer von hier. Oberfranken. Grenze Thüringen. Sehr schön, Grenze Thüringen. Ja, die Schwiegermutter kommt ja aus Lichtenfels. Ist es weit weg? Nein, ich bin in Lichtenfels geboren. Ja, echt? Ja, ich bin dreimal im Jahr in Lichtenfels zumindest mal gewesen. Korbfest, kennst du ja? Genau, Korbmarkt, ja. So, da ist es. So, Glasreiniger. Morgen geht's los. Ihr habt einiges vorbereitet. Der Tag ist richtig klasse. Das ist jetzt ein Aussteller- und Pressetag. Ihr habt vorher nicht die Möglichkeit gehabt, euch umzugucken. Die Halle ist ja neu. Du hast vorher noch nie ausgestellt auf der Amt? Doch, wir haben letztes Jahr zum ersten Mal ausgestellt bei der Katastrophenwettermesse. Ja. Und haben jetzt dieses Jahr gesagt, komm, wir stehen da als ein paar Leute zusammen. Wir haben eine Gemeinschaftsecke, ein bisschen einen gemütlichen Platz. Und ich zeig das mal da vorne, da wird nämlich gechillt. Was ist das hier eigentlich? Da kannst du die Räder runternehmen und damit befestigen, dass wir einen besseren Blick aufs Fahrwerk haben. Achso, da kannst du die abnehmen, so als Ständer. Genau, als Ständer, aber... ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Mir ist zu warm bei der Messe. Ja, sehr schön. Du bist jetzt ehrlich. So, da vorne, da sind die Frauen. Die chillen schon. Da fehlt nur noch Aperol Spritz dabei. Ja, wir haben aber tatsächlich sogar eine Zapfanlage dabei. Also ja, ihr habt eine Zapfanlage? Ja, ein kaltes Bier könnte ich dir anbieten. So, da ist es. Also wir haben gefilmt die Holzkiste. Da gibt es ein eigenes Video zu. Auch ein tolles Projekt, was es wirklich gilt zu unterstützen. Ich zeige es mal gerade. Hier ist ein Ausbau. Wir haben den Torsus gefilmt, da ist ein Bett, also eine Van-Konversion in wenigen Sekunden. Wir haben gefilmt den, jetzt habe ich den Vornamen vergessen. Achso, von Mark. Mark. Der kommt aus Sachsen, ja, und wir können alles außer Hochdeutsch in Sachsen. Der ist richtig cool. Und jetzt machen wir gleich noch ein Video. Hier vorne steht Rolling Space, Dachträgersysteme und Zubehör. Und er hat den alten T3 auf neu gemachten Synchro. Der könnte von der Bundeswehr sein. Ist das so? Ist er von der Bundeswehr? Der ist von der Bundeswehr, ja. Den werden wir gleich mal filmen. Vielen Dank fürs Einschalten. Der hat dir direkt gefallen, als er reinkam, oder? Ja, total. Ist ein bisschen im Hippie-Style, habe ich gesagt. Hippie-Style? Ja, Hippie-Style. Okay, danke. Ciao.